Da, herzlich willkommen zurück hier bei Skyrim. Wir sind eh schneller da. Mögen die Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Alles? Glaube ich nicht. Also gut. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke. Hazard sagt, dass ich zu nett. Ich glaube, euch ist niemand gefolgt. Kommt, ich habe einen Plan. Ach so. Ging aber schnell. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Okay. Das ging ja schnell. Ich mache das hier schon sehr lange, erinnert ihr euch? Während die Talmor nach mir gesucht haben, habe ich sie beobachtet. Wie lautet denn euer Plan? Wie soll ich mich denn bitte in die Botschaft der Talmor einschleichen? Glaubt mich an, ich bin nicht unbeauffällig. Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Ihr heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im zwinkernden Skewa treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich, euch eine Einladung zu Elenvens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Dieser Kontakt. Seid ihr sicher, dass er vertrauenswürdig ist? Macht euch keine Sorgen wegen Malborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr. Aber er hasst die Talmor mindestens so sehr wie ich. Er ist ein Waldelf. Aha. Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Wallenwald, von denen wir niemals etwas hören, haben die Talmor seine gesamte Familie ausgelöscht. Ja, Säuberungsaktion. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren. Wie komme ich auf diese Feier? Darum kümmere ich mich. Ihr erhaltet eine echte Einladung, keine Sorge. Solange ihr die Rolle eines Speichelleckers der Talmor spielen könnt, werdet ihr an den Wachen vorbeikommen. Was mache ich, wenn ich in die Botschaft geschafft habe? Dann geht der Spaß erst richtig los. Ha! Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen. Dann müsst ihr Elenvens Büro finden und ihre Akten durchsuchen. Malborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Und da werde ich euch in Einsamkeit sehen, nachdem ich Malborn getroffen habe. Das klingt gut. Seid vorsichtig. Ja. Und alles, was stört, wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder soll zittern und beten. Was habt ihr immer noch Fragen? Nö. Wir haben Zimmer und Essen, auch Getränke. Ich koche. Kein Problem mit. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delfin. Delfin. Ich würde gerne erstmal die Jaspe-Trauben abliefern.
Hallo. Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Ich habe 20 Jesper für dich. Fantastisch. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass ich zu viele verlangt hätte. Ich bin froh, dass ihr mich eines Besseren belehrt. Es war nicht Lasst wenig. Mich euch wenigstens etwas für eure Mühen geben. All dies aufzutreiben war sicher nicht einfach. Und nicht billig. Kommt mich wieder einmal besuchen. Hier ist es langweilig. Jeden Tag immer nur das Gleiche. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Kommt mich wieder einmal besuchen. Ich wünschte, ich könnte in eine der Hauptstädte gehen. Vielleicht sogar zurück nach Gramfeste. Nach Gramfeste? Nur nicht hier bleiben. Ja, bringen wir mal noch die Salze dazu, dem ich habe keine Ahnung, wer der Wegfinder ist. Der Wegfinder. Das fährt immer so. Hey, aufpassen! Ich glaube nicht an das Gerede, dass ein Schiffskapitän streng und unerbittlich sein muss. Ich hab das Salz. Das ist die erste gute Nachricht, seit ich vor einem Jahr die Segel gesetzt habe. Hier ist euer Anteil. Bei den Göttern, schon wieder ein Kampf. Ich halte mich da raus. Jemand muss mir helfen! Wir müssen den Kampf irgendwie nach außen verlagern. Du musst so. Ich warne euch. Vampir! Ah! Ah! Tja. So viel dazu, wa? Wir können jetzt mal zurück nach Dämmerstern und erstmal nochmal gucken, ob wir ein bisschen Zeug verkaufen können. Wobei es in Dämmerstern halt auch nicht so wirklich was zu verkaufen, also so Läden gibt, sag ich mal. Ist eher mau. Wir leben noch alle, oder?
Jeder denkt, ich durch ver... Ich habe ver... Zum Beispiel unser letzter Handel. Ein paar... Seeleute, wenn ihr keine Angst vor ein paar Erkundungstouren habt, zahle ich euch gutes Gold, um diese Salze zu bekommen. Ich habe vor, die Tage, die wir noch verbleiben, auf dem... Ich könnte dieses Schiff besser führen als dieser Junge, der sich Kapitän nennt. Jetzt müssen wir schon die Salze finden. Oh, scheiße. Braucht ihr ein... Die besten Waffen und Rüstungen. Das hast du, ja. Hast du ein bisschen Ebenerz, was ich kaufen kann? Nö. Warum auch? Kommt wieder, wenn ihr Stahl braucht. Ich helfe meinem... Die besten Waffen. Ah. Wir schmieden jeden Tag, falls ihr etwas braucht. Ja, nee, jetzt gar nicht. Mörser und Stößel. Mit dem Mörser und dem Stößel stellt man Zaubertränke. Immer... Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Na, ich versuche mich an allem. Ich bin praktisch Allrounder, verstehst du? Lasst mich wissen, wenn euch das... Ja, ja. Immer mit irgendwo. Muschelkäfer. Wir müssen eh nach Einsamkeit zum Verkaufen, weil... Ne? Erstmal, wo ich glänzende Gewänder betreten habe, haben sie mich verhaftet. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ah, Kleider und Gewänder für Kunden mit Anspruch. Da zähl ich ja wohl drunter, oder?
Einfache Sachen. Stiefelhosen, Abendroben, Symbolkleidung für jede Gelegenheit. Ernsthaft? Was hab ich hier bitte? Endlich. Die alte, ne? Komm, geht sie um meine Schelle. So, pass doch auf! Was? Achso, weil ich das Schild berührt hab. Hoppala! Hallo. Bayran, für manche ist das Ramsch. Für mich sind es Schätze. Ja, hab ich drauf gewartet. Da habe ich tatsächlich drauf gewartet. Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Das freut mich. Ihr braucht etwas? Was? Wartet! Ich kenne euch doch! Ne, woher? Also freue ich mich jetzt wirklich, woher? Hallo? Ah. Ich hoffe, eure Eltern sind Oh nein. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Ich kaufe generell hier so ein bisschen was. Denkt an mich, wenn ihr das nicht habt. Ja, gerade nicht. Ich bin gerade noch ein bisschen... Mögen die Göttlichen euch segnen. Ja. Anscheinend die besten Waffen und Rüstungen. Etwas an die Männer, aber damit erzähle ich euch gewiss nichts Neues. Wanderer wie ihr haben bestimmt. Werft einen Blick drauf. Ja, eben jetzt. Das wollte ich doch. Immer zu teuer, ja. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht. Das könnte ich. So, passt doch auf. Hallo und... Was jagt ihr denn? Egal. Ich will es gar nicht wissen. Bist du dir sicher? Sakraler. Ja, Sakrale. Bolzen verkaufen die ja hier nicht. Die ist ja dann nur bei der Dämmerwacht. Ja. Müssen wir uns ein bisschen gedulden.
Kommt doch bald mal wieder vorbei. Mal gucken. Vielleicht werde ich das tun. Jetzt reden wir mal noch hier mit dem Typen. Wir haben jetzt schon wieder ziemlich viel dabei, ne? Hey, Kontakt. Was braucht ihr? Du bist mein Kontakt, ne? Lass mal speichern. Unsere gemeinsame Freundin schickt mich. Wirklich? Ihr wisst, für wen sie sich entschieden hat? Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Also, die Sache läuft so. Ich kann einige Gegenstände für euch in die Botschaft schmuggeln. Bringt selbst nichts anderes mit. Mit den Talmor ist in Sachen Sicherheit nicht zu spaßen. Gebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt, und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft gelangt. Alles andere bleibt euch überlassen. Was soll ich euch am besten mitnehmen? Was fragt ihr mich? Sie hat versprochen, jemanden zu schicken, der sein Fach versteht. Wenn ihr tatsächlich lebend da rauskommen wollt, solltet ihr alles mitnehmen, was ihr zum leisen Bewegen und zum schnellen Töten so braucht. Okay, dann muss ich ein paar Sachen vorbereiten. Wir sehen uns gleich wieder. Ein paar Minuten gebe ich euch noch. Ich kann hier aber nicht den ganzen Tag lang warten. Es geht schließlich um meinen Hals. Wisst ihr noch? Ich bin der, der sich da einschleust, mein Freund. Wie sieht so fröhlich aus? Wollt ihr mir etwa... Warum seht ihr euch nicht einige meiner Waren an? Dann sehen wir ja, ob wir ins Geschäft kommen. Du siehst so schön aus. Denkt an mich, wenn euch noch... Ja. Ah, da seid ihr. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja. Ciao. So